Okay, einen schönen Nachmittag. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich möchte mich vorweg bei den Studierenden entschuldigen, dass unsere Hörsäle nicht länger sind, sonst wäre die letzte Reihe noch weiter weg. Tut leid, das geht leider nicht anders. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind zur Hauptveranstaltung der heurigen Linux-Wochen. Ich habe schon in der Begrüßung um 13 Uhr gesagt, wir machen die Linux-Wochen jetzt seit 2002. Stimmt das, Peter? Seit 2002 gibt es die Linux-Wochen Eisenstadt. Wir bemühen uns in den letzten Jahren immer, einen größeren, publikumswirksameren, tauglicheren Event außer den Spezialistenvorträgen zu machen. Das ist heuer diese Podiumsdiskussion. Ich werde dann noch erklären, wie wir aufs Thema gekommen sind. An der Stelle möchte ich mich bedanken bei den Unterstützern und Sponsoren. Die Linux-Wochen sind heuer als eine Koproduktion entstanden, der Fachhochschule Burgenland, des Austrian Institute of Technology, der FDI Burgenland und der Wirtschaftskammer Burgenland, was ich ein fantastisches Line-up finde. Wir bedanken uns besonders bei der FDI für das Sponsern des Buffets, das uns anschließend draußen erwarten wird und das uns hoffentlich. Und wir bedanken uns weiter bei der Firma Init, deren Rollup auch draußen steht, die morgen den heurigen für die Vortragenden sponsert. Was wir auch ganz toll finden. Und an der Stelle darf ich auch den Hinweis geben, dass morgen gleichzeitig Frühlingsball der Fachhochschule Burgenland ist. Es gibt noch Karten. Es gibt noch 5 Karten, habe ich gerade gehört. Wer also den Aufenthalt in Burgenland auf diese Weise weiter nutzen möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Also und damit bedanke ich mich auch bei allen Diskutanten, die später noch im Einzelnen vorgestellt wurden, fürs Kommen, und gebe an unsere Moderatorin, die Silvia Ettel-Huber, ihres Zeichens Forschungsleiterin der Forschung Burgenland. Also eine bessere Moderatorin können wir uns nicht wünschen. Dann bitte ich die beiden Diskutanten, die sich noch so scheu an den Rand stellen, auch bitte Platz zu nehmen. Herzlich willkommen. So, Podiumsdiskussionen haben ja oft den Geruch, dass sie allen so einpendeln auf einen gemeinsamen Nenner. Und wir wollen das heute gar nicht unbedingt so halten. Also es dürfen alle durchaus auch ein bisschen angriffig sein. Natürlich fair und wertschätzend, wie das so schön heißt. Meine Diskutanten werden der Reihenfolge nach vortragen. Robert Matzinger wird beginnen als Stammhochschullehrer der Fachhochschule Burgenland, wird den ersten Vortrag halten. Die Vorträge sind auf 5 bis 7 Minuten angesetzt. Zweiter Vortrag ist Karl Pinter, Stabsstelle der EDV des Landes, Amtsdirektion Burgenland. Norbert Freismuth von der INOA GmbH, ganz außen von mir aus gesehen. Georg Markus Keins von Quintessenz Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter. Und Gerhard Schwedt, ein ehemaliger Kollege von mir von der Donau-Universität Krems, im E-Learning-Center der Donau-Universität Krems beschäftigt. Ja, ich würde ohne weitere Umschweife gerne einsteigen. Robert Matzinger hatte die Idee zu diesem Event regionale nachhaltige IT oder doch Google. Er hat geschrieben MS, das ist keine Krankheit, sondern das ist Microsoft, Apple und Co. Robert, bitte um deine erste Vortrag, warum du überhaupt zu der Idee gekommen bist. Also die Idee ist schon aus einer gemeinsamen Diskussion auch mit dem Walter Meyerhofer, mit anderen entstanden, aber wir kümmern uns ja um das Thema Open Source und freie Software auch für die burgenländische Wirtschaft schon sehr lang. Ich darf erinnern, vor 2 Jahren sind wir hier gesessen und haben über gute IT Burgenland zum Thema gute IT Burgenland diskutiert. Und wer mich aus dem Unterricht kennt, weiß, dass mir das immer wieder ein Anliegen ist. Und dann flatterte mir, du kennst es sehr gut, die FDI-Strategie Burgenland. Wir haben ja für die Fachhochschule auch eine Forschungsstrategie entwickelt, an der war ich beteiligt. Ich kenne also ein bisschen was von der Ideengeschichte über den Schreibtisch. Wir haben das alles so bekommen, ich habe es mitgenommen. Und ich habe da drin gelesen und da stehen einige Zitate drinnen. Dabei stehen die Bereiche nachhaltige Energie, nachhaltige Lebensqualität und dann habe ich gelesen, Transformation der gesamten Region in Richtung Wissens- und Informationsgesellschaft, Förderung einer burgenländischen Gründerinnen- und Innovations- und Forschungscommunity.
Und ich habe offenbar nur so halb drüber gelesen und hängen geblieben ist also Nachhaltigkeit, Intelligenz, Transformation, Wissens-, Informationsgesellschaft, Forschungs- und Gründerinnen-Community und haben mir gedacht, wow, super ist das doch, das ist doch immer das, was ich immer schon als Vision für eine IT im Burgenland hatte. Ja. Und habe mich also gefreut und mir gedacht, okay, wir haben, wie wäre es denn damit, das Burgenland als Musterland einer offenen Informationsgesellschaft zu etablieren? Wir haben eigentlich in anderen Bereichen machen wir das längst. Gerade im Bereich Energie hat man sich das wirklich auf die Fahnen geschrieben, hat gesagt, okay, wir wollen eine Vision haben, wir wollen nicht nur das Billigste und Einfachste haben, wir wollen eine Vorreiterrolle nehmen, wir wollen Impulse haben und wir glauben, dass das für unsere heimische Wirtschaft einen sehr positiven Nebeneffekt hat. Wir erlauben uns auch eine gewisse Eigenständigkeit zu haben, uns auf die eigenen Kräfte zu besinnen. Und ich denke, dieses Paradigma, das würde ich mir jetzt wünschen, dass man auf die IT wirft, dass man da eine Initialzündung macht, wo man eben nicht nur darüber diskutiert, was ist die billigste Lösung, was ist jetzt gerade der billigste Einkauf, sondern wo man sich eben zum Thema Nachhaltigkeit, da gibt es die verschiedensten Begriffe darüber, Gedanken macht, aber in allen ist irgendetwas so zum Thema Bewahren drin, also sowas wie langfristiges Denken, Unabhängigkeit, Eigenständigkeit, Krisensicherheit, Zukunftssicherheit, das sind also Aspekte, die überall in diesen Nachhaltigkeitsaspekten drin sind. Ich habe noch, erwähne noch kurz, ich habe noch die Free for Freedom, so Free Software, da, an die hat mich das auch erinnert, die hat nämlich ein lieber Kollege umgeschrieben in die Four Freedoms für CEOs. Diese Four Freedoms kann ich auch lesen, als ich kann die Software verwenden, wie ich will, ich kann sie für Kundenwünsche anpassen, ich kann durch Massenproduktion die Kosten sinken und ich habe geteilte Innovationen. Das ist von René Pfeiffer 2007 hier auf den Linux-Wochen so vorgetragen worden. Und habe mir gedacht, das ist es doch genau. Und ich sage nicht, dass das alles überhaupt noch nicht passiert. Und ich bin mir auch völlig klar darüber, dass Software, Devices, Daten heute ein ununterscheidbares Ganzes sind. Wir leben im Informations- und Cloud-Zeitalter. Aber wenn ich jeden Tag an der Autobahn hier an den entstehenden Windrädern vorbeifahre, wo man sich offenbar nicht nur, wo man sich offenbar Gedanken macht, wie will man das Land in Zukunft mit Energie versorgen, dann habe ich irgendwie die Befürchtung, wenn die IT da auf der Strecke bleibt, dass das passieren könnte, was ich hier in diesen die kleine Geschichte zu packen habe, versucht habe. Ja, also warum kriegen wir keinen Strom aus dem Windrad? Weil die Software-Lizenz abgelaufen ist. Das ist die Kurzfassung davon. Und deswegen möchte ich bei dieser Diskussion darüber diskutieren, was ist ob das richtige Wort dafür? Ich bin nämlich mit dem Wort nachhaltige IT kolossal missverstanden worden. Welche IT braucht das Burgenland? Ist das eine Chance für die Wirtschaft? Und warum kommt das, meine Diagnose ist, so schleppend? Ja, das war gut in der Zeit. Und ich glaube, da sind der Nächste. Müssen Sie um? Genau. Ich glaube, Herr Pinter, das war ja jetzt hoch aufgespielt, wird jetzt Burgenland ein Dorf in Gallien sein, das nur mit Open Source operiert? Nur mit Open Source wird es jetzt nicht unbedingt funktionieren und ich hoffe, ich habe den Begriff der Nachhaltigkeit auch jetzt nicht missverstanden, lieber Robert. Was ich einleitend nur kurz tun möchte, ist kurz vorstellen, was die Landesamtsdirektion EDV eigentlich tut. Ich weiß nicht, ob jeder weiß sozusagen, was die Aufgaben sind. Ich habe das versucht, kurz zusammenzufassen. Das heißt, wir betreuen wirklich die gesamte IT des Landes. Die IT des Landes heißt alles, was im Landhaus ist. Das heißt, ist nicht gleich Bund und ist nicht gleich Gemeinde. Die Gemeinden, die sind auch wieder autonom, die sind von uns losgekoppelt. Was aber bei uns schon dabei ist, die Biologische Station Ilmnitz, Josef-Haydn-Konservatorium und so weiter und so fort, Straßenmeistereien, früher auch das Haus Burgenland, da kämen wir vom Skifahren her, das war unsere Außenstelle, unsere 300 Kilometer entfernte Außenstelle. 30 Mitarbeiter haben wir circa und es ist so, dass wir alle E-Government-Anwendungen zur Verfügung stellen, die man so kennt. Das geht vom Führerschein über Formularservice, was auch immer. Auch die Radarstrafen, die laufen zum Beispiel auch über uns, aber für die sind wir nicht wirklich verantwortlich. Das führt mich jetzt schon zum Thema Nachhaltigkeit. Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern. Es gibt Bundesgesetze und oft haben wir festgestellt, dass es so ist, dass die Polizei eigene IT-Anwendung bastelt, die neuen Bundesländer basteln eine eigene IT-Anwendung und im Endeffekt haben wir 10, 11, 12 verschiedene IT-Anwendungen
für ein Bundesgesetz. Beispiel VSTV habe ich jetzt angeführt, das sind die Verwaltungsstrafen. Die Verwaltungsstrafen heißt jetzt, wenn jemand von uns in die Radarbox fährt, muss irgendwie die Strafe zugestellt werden. Und das ist jetzt so gelöst, dass wir zusammenarbeiten mit allen Bundesländern, mit dem BMI zusammenarbeiten und eine zentrale Druckerstraße aufgestellt haben. Und die steht aber bei uns in Eisenstadt. Auch eine gewisse Nachhaltigkeit. Ich könnte jetzt irgendwo drucken, Banken, habe ich gehört, drucken viel im Osten, Bratislava, wo auch immer, weil es dort günstiger ist. Natürlich hätte man sowas auch andenken können, aber da hat die Politik auch ganz gezielt und ganz konkret gemeint, nein, wir drucken bei uns. Bei uns drucken hast du aber die Rechnungen von der Energie Burgenland, die druckt natürlich auch in Eisenstadt oder von der Gebietskrankenkasse. Das bleibt wirklich alles bei uns im Land und wir lagern nicht aus, auch wenn es anders teurer wäre. Ja. Danke. Ich habe es dann nochmal versucht zusammenzufassen, lokale Partner und globale Partner, weil auf den Folien auch zu sehen war, Google, Apple und Co., man kommt den großen Marktführern ja nicht aus. Ich komme de facto keinem Windows-System aus, ich komme de facto Google Maps nicht aus, vielleicht ein bisschen Apple-Handys, Google-Android-Handys, die Dinge muss ich immer beim großen Konzern kaufen. Ich kann es im Burgenland einkaufen, aber im Endeffekt brauche ich einen großen Konzern, wo ich das wirklich beziehen kann. Die lokalen Partner, die wir haben, und da haben wir sehr, sehr gute lokale Partner, die spielen sehr schnell und sehr gut Feuerwehr. Feuerwehr spielen deshalb, weil die einen sehr kurzen Anfahrtsweg haben. Das heißt, der lokale Partner ist wirklich in 5 oder 10 Minuten bei uns. Das ist mal der erste Vorteil. Und der zweite Vorteil, den der lokale Partner hat, er kennt die Leute. Das kennen wir alle, er tut es einfach leichter, wenn er in den Landtag reingeht und im Landtag halt schon den Landtagspräsidenten kennt und er die Verkabelung genau kennt und weiß, wo der Schuh drückt. Das hat die große Firma, die von wo auch immer daher fährt, vielleicht aus München, nicht. Braucht 3, 4, 5, 6 Stunden, vielleicht einen Arbeitstag, bis sie überhaupt da wäre. Also das heißt, wir haben auf der einen Seite die lokalen Partner, das sind die, die bei uns Feuerwehr spielen, das sind die Flexiblen und die wir wirklich brauchen und auf die wir wirklich viel setzen und viel aufbauen. Und die globalen Partner sind dann die Partner, fast nicht sagen, im Hintergrund, also Microsoft, Google, die Infrastruktur dann für uns liefern. Ein Beispiel habe ich, ein aktuelles Beispiel, ich habe nämlich lange überlegt, ob und welches Beispiel ich nennen soll, wieder in Richtung nachhaltige IT. Und da die Wahlen ja anstehen, habe ich mir gedacht, ich bastle eine Folie und erkläre kurz, wieso die Wahlen ablaufen. Wir als Bürger kennen es ja, wir gehen auf die Gemeinde, egal welche Wahl es jetzt ist, gehen auf die Gemeinde, machen unser Kreuzerl und irgendwann gibt es eine Hochrechnung und oder ein Endergebnis. Kommt immer darauf an, welche Wahl es ist. Bei den anstehenden Landtagswahlen ist es genau so, der Bürger geht auf die Gemeinde, Gemeinde meldet auf die BHs, die BHs melden zu uns, aber in elektronischer Form, also da passiert mir ja kein Papierkram. Bei uns laufen verschiedene Tools, wir überprüfen die Ergebnisse, können sie überhaupt stimmen. Klassische Tippfehler fangen wir auf diese Art und Weise ab, werfen das Ergebnis zurück und versorgen dann auch die Medien damit. Das sind dann die Grafiken, die dann sozusagen jeder kennt, die kommen dann von uns oder von unserer Webseite. Zum Thema Nachhaltigkeit wieder, die Entwicklung ist bei uns komplett im Haus und die Umsetzung ist auch komplett im Haus. Und unsere Partner sind auch großteils lokale Partner. Die Software, die darunter läuft, Lotus Notes Basis, Microsoft Basis, natürlich sind wir wieder im globalen Bereich, aber die Leute, die wirklich vor Ort sind, die das wirklich entwickeln, die das umsetzen und die sich damit beschäftigen müssen, die sind so 100% burgenländische Kolleginnen und Kollegen. Grafik, ich weiß nicht, wer es kennt am Wahltag, das ist der berühmte Fleckerlteppich, das ist die Landtagswahl von 2010, da sieht man dann, wo welcher Bezirk gewählt hat, das wird auch diesmal genau so wieder online sein. Also das ist in Wirklichkeit eine Lotus Notes Applikation, die da dahinter läuft und die wirklich selbst entwickelt worden ist. Was mich schon zum Ende führt, Nachhaltigkeit auf der Überholspur, jedenfalls genau, Nachhaltigkeit führt auf die Überholspur. Dankeschön. Dankeschön. Herr Freismuth, vielleicht können Sie uns auch einführen, was machen Sie mit Ihren Unternehmen und wie können Sie so agieren, wie sich Robert Matzinger das vorstellt? Ja, ein herzliches Grüß Gott, auch als Vertreter der Wirtschaftskammer, Fachgruppe UBIT. Die UBIT ist die Interessensvertretung der IT-Unternehmer im Burgenland. Ein Satz hat mir besonders gefallen von Herrn Pinter, nämlich die Anforderung lokaler IT-Unternehmer.
Sehr viele große Unternehmen glauben immer, burgenländische IT-Unternehmer haben nicht die Kapazität oder die Flexibilität und das Know-how, größere Firmen zu servicieren. Hören Sie mich noch? Jetzt geht's. Ich glaube, es geht wieder. Hat gestern schon gezickt. Naja, wir werden dann tauschen, ich melde mich. Gut, ich möchte jetzt gerne mal auf Seiten der wirtschaftlichen Perspektive aufrollen, wie schaut die burgenländische Unternehmerstruktur in der IT aus? Wie viele Unternehmer, vermutet ihr, gibt es im IT-Bereich im Burgenland? Einfach rausschreien, bitte. 1000? Gibt es irgendeinen Gegenvorschlag? 100? Und einen dritten Vorschlag hätte ich noch gern, bitte. 50. Ich darf mal klicken, die Batterie. So, wir sehen es. Es gibt in Summe 643 aktive IT-Unternehmer. Finde ich eigentlich für das kleine Bundesland sehr, sehr interessant und eigentlich lobenswert. Etwas kritischer sehe ich die Situation von der Seite, wie sich die Gesamtanzahl verteilt. Wir haben derzeit 607 Einzelunternehmer, 24 Unternehmen mit bis zu 5 Mitarbeitern. Das heißt, es hat eigentlich jede Zahl gestimmt. Ja, wir haben sehr viele, nur sehr wenige, die eben wirklich Mitarbeiter beschäftigen. Im Bereich 5 bis 10 Mitarbeiter liegen wir nur mehr bei 7 und über 10 Mitarbeiter haben wir im Burgenland nur mehr 5 Unternehmen. Möchte ich zurückzukommen auf das Thema Nachhaltigkeit. Es ist sehr lobenswert, wir haben viele IT-Unternehmen. Das Problem von Einzelunternehmen ist, ich habe es selbst erlebt, ich war 7 Jahre technisch allein tätig, bin seit 99 selbstständig in der IT. Wir stellen für den Auftraggeber als Einzelunternehmer ein gewisses Risiko des Ausfalls dar. Die nächste Folie bitten. Danke. Wo sind jetzt die Chancen einer regionalen IT? Die Global Player zeigen uns, wie es geht. Ich halte nicht alles für gut, sehr vieles nicht für gut. Das heißt, jeder, der jetzt in der Softwareentwicklung oder im Servicebereich der IT steckt, sollte immer den Global Playern zusehen, aber diese auch kritisch beobachten. Und ich finde, dass wir momentan in einer ganz kritischen Phase sind. Auf das werde ich dann in der zweiten Folie zu sprechen kommen. Wo steckt jetzt unser Potenzial im Burgenland? 607 Einzelunternehmen sollten die Kooperation und die Fusion suchen. Ein Einzelunternehmer schafft es nicht, größere Aufträge im Alleingang abzuwickeln. Er wird es eine Zeit lang schaffen. Ich war selbst in der Situation, man schafft es 5 Jahre, man schafft es 7 Jahre und irgendwann ist es aus. In meinem Fall war es so, dass ich gezwungen wurde von meinen Auftraggebern, die gesagt haben zu mir, Herr Freismuth, wenn du nicht weiter tust, dann verlierst du unsere Aufträge, du bist für mich ein Risiko. Wir brauchen dich, wir brauchen unsere IT, wir sind abhängig von der IT. Das heißt, Nachhaltigkeit kann man auch von diesem Sinne her verstehen, Erreichbarkeit, Verfügbarkeit und Langfristigkeit. Ganz wichtig in dem Fall ist auch, Kompetenzen zu konzentrieren. Als One-Man-Show ist es sehr, sehr schwierig, den komplexen Kompetenzbereich einer gesamten IT oder eines Unternehmens, was ja letztendlich der Kunde wird, abzudecken. Wichtiger Faktor für die Nachhaltigkeit ist ebenfalls qualifizierte Mitarbeiter. Und, das ist der Riesenvorteil im Vergleich zum städtischen Bereich, wir haben bei den burgenländischen IT-Unternehmen kaum Personalfluktuation. Und gerade in der IT ist jede Personalfluktuation eine Abwanderung von Know-how. Dem entgegenwirken kann man natürlich nur durch strukturierte IT-Dokumentationen, die meiner Meinung nach sowieso ein Muss sind. Nächste Folie bitte. Das nächste ist jetzt etwas provokanter. Global Player, die Provokation. Ich möchte jetzt nämlich genau aufgreifen, geht es auch anders? Brauchen wir unbedingt Microsoft, Apple, Google und so weiter? Wenn wir uns anschauen, wie der zeitliche Verlauf von einem Lifecycle heutzutage ist, dann ist es wirklich erschreckend. Das jetzt aus der unternehmerischen Seite. Der Unternehmer ist heute gezwungen, seine Software alle, sage ich mal, 2 bis 3 Jahre zu erneuern, weil sie dann die Kompatibilität zu anderen Dingen verliert. Das nächste Paradoxe daran ist, was ich sehr, sehr erschreckend finde derzeit, ist, wir bezahlen für ein Betriebssystem, ich nenne jetzt den Namen nicht, geben dem Hersteller die Möglichkeit, weitere Wertschöpfungen zu machen.
hört sich jetzt komisch an, wir sind uns nicht bewusst darüber. Was passiert mit den aktuellen Betriebssystemen? Ich nenne jetzt den Hersteller nicht. Wir installieren ein Office-System, also ein Bürosystem, hat jetzt nichts mit Microsoft Office zu tun, und plötzlich hat der Mitarbeiter Feeds, Food, Wetter etc. Was passiert mit diesen Feeds? Wir haben Störfaktoren in der Arbeit. Das ist nicht im Sinne eines Unternehmens oder im Sinne produktiver Arbeit. Und zusätzlich haben wir Geld dafür ausgegeben, dass der Softwarehersteller weitere Wertschöpfung im Rahmen von Werbung verdient. Das finde ich ziemlich paradox. Das heißt, die Global Player machen meiner Meinung nach den komplett verkehrten Weg. Sie sind nicht mehr zielorientiert zum Kunden, sondern sie sind nur mehr wertschöpfungsorientiert. Und das könnte langfristig sehr gefährlich werden. Der abschließende Punkt, die Mystic Fusion of Business and Consumer. Ich sage es jetzt offen, Microsoft hat jetzt versucht, Consumer-Systeme mit Business-Systemen zu fusionieren. Eine Plattform für alles. Mobile Devices, Stand-PCs und so weiter. Aus fachlicher Sicht her und aus unternehmerischer Sicht, weil ich sehr viel auch an der Front tätig bin, sage ich, das war eine riesen Fehlentscheidung. Nämlich genau in dem Bereich die Produktivität des Kunden zu zerstören, indem ich alle Features eines Consumers mit einpacke. Mit dieser Provokation möchte ich auch enden. Dankeschön. Herr Kainz, das nächste Statement von Ihnen. Welche Chance hat das Burgenland auf Eigenständigkeit und auf seine Daten? Burgenland, das ist schön. Ich komme gerade aus Wien. Die UBIT Wien hat 40.000 Mitglieder. Die mitgliederstärkste Gruppe. Es sind alles Einzelbetriebe. Oder die meisten Einzelbetriebe. Also da gibt es auch keine Fluktuation vom Personal. Also ich komme von Quintessenz. Die Quintessenz, die fünfte Essenz, ist das, was die Dinge zusammenhält. Und wir sind gegründet worden, schon im letzten Jahrtausend, um die Auswirkungen der digitalen Revolution auf die Gesellschaft zu untersuchen und zu schauen, was hat es für Auswirkungen. Und weil du ja in deiner Einladung geschrieben hast, Google und Co., das hat mich besonders gefreut. Es reicht also in Österreich, wenn man öffentlich sagt, dass man ein Problem hat, dass das Android-Handy einen ortet, und das registriert, ohne dass man Maps nutzt. Und das reicht, dass ich also es schriftlich habe, dass ich bei öffentlichen Veranstaltungen von Google nicht dazukommen darf, weil, Zitat, Google, der bekannte Google-Hasser Georg Markus Kainz, darf nicht zu Presseveranstaltungen gehen. Also wenn man in Österreich Kritik gegen große Konzerne äußert, dann hat das sehr wohl Konsequenzen, weil wir zurzeit in einer Gesellschaft leben, wo das gilt. Wir gehen davon aus, wer nichts weiß, muss alles glauben. Wir gehen zum, ich sage immer so schön, zum Blödmann, kaufen dort ein Gerät, Doppelklick, Install und wir glauben, dass alles funktioniert. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Wir wissen nicht, was in der Software geht, vor sich geht. Wir wissen nicht, was mit unserer Internetverbindung geht. Wir wissen nicht, was unsere Handys über uns sammeln und was mit diesen Daten passiert. Und dagegen gibt es eben eine Bewegung, die versucht darzustellen, dass es sehr wohl eine Möglichkeit gibt und dass wir als Nutzer das Recht haben, zu wissen, was die Software, was macht in unseren Geräten geht. Das ist sozusagen die Geburtsstunde von Open Source, von Free Software. Der Richard Stallman auf dem Bild, der einfach gesagt hat, wenn wir als Nutzer nicht wissen, was die Programme machen, dann beginnen die Programme uns zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist, weil es hier eine Veranstaltung ist, wo Wirtschaftskammer FH hier ist, es geht genau um das zu vermitteln, zu wissen, was mit unseren Umgebungen, was mit unserer Software, was mit unseren Geräten mit uns passiert. Und als sozusagen zwei Gedanken, da ich nur 5 Minuten habe, muss ich mal also sehr, sehr zurückhalten, was es sozusagen alles an wichtigen Informationen eigentlich gäbe. Das Erste ist, es ist wichtig, dass wir lokale Kompetenzen aufbauen, gerade in einem kleinen Bundesland. Ich komme also aus Graz, aus Steiermark, wir sind privilegiert, wir sind ein bisschen größer als das Burgenland, dass wir lokale Kompetenzen aufbauen und nicht
Service-Mitarbeiter ausbilden und nicht Callcenter-Mitarbeiter ausbilden, sondern dass wir hier in der Ausbildung Innovationspotenzial dadurch schaffen, dass wir die Leute ermöglichen, auch etwas zu entwickeln. Weil ich kann nur etwas erfinden, wenn ich auch etwas entwickeln kann, wenn ich sozusagen als FH meine Zielsetze, ein Callcenter-Mitarbeiter, ich sage nicht, dass das jetzt passiert, aber wenn das sozusagen, ihr müsst akzeptieren, was die Geräte tun, dann kann hier auch nichts Neues passieren, dann kann keine Innovation passieren. Das Zweite, es ist schon angesprochen worden, die Investitionssicherheit. Also ich komme eigentlich aus der Wirtschaft, habe so bei mittelgroßen Unternehmen gearbeitet, wie bei der Deutschen Telekom. Und bei jeder Managemententscheidung ist immer das Wort Investitionssicherheit. Und es wird immer verwendet, um sozusagen sich gegen Open Source zu entscheiden. Dabei ist genau das der Grund, sich dafür zu entscheiden. Ich habe mir den Vortrag davor angehört über langfristige Datensicherheit, über die Konzepte, die man hier machen muss. Ich habe, also das ist aus dem Internet geklaut, also der Grabstein von Windows ist nicht meine Innovation gewesen. Microsoft hat also nach 28 Jahren Entwicklung von Windows XP resigniert und hat das Produkt eingestellt, weil sie gesagt haben, sie schaffen es nicht, dicht zu machen und sauber zu machen. Übrigens für die, die einen alten PC haben, es ist eine Zeile in der Registry und danach gibt es Updates bis 2028. Also man muss nicht die Geräte wegschmeißen. Nur wenn wir schauen, Office 2003 ist eingestellt. Die Umstellung für eine Firma, neue Mitarbeiter auszubilden, wenn das neues Office-Paket kommt, kostet irrsinnig viel Geld. Der Internet Explorer ist eingestellt. Also wer jemand irgendein Produkt entwickelt hat auf Internet Explorer, das Produkt gibt es nicht mehr. So, warum ist jetzt Open Source die Alternative? Weil dadurch, dass der Source Code öffentlich ist, habe ich die Möglichkeit, nicht darauf angewiesen zu sein, wenn der Herr Bill Gates sagt, ich brauche jetzt ein neues Software-Lizenz, weil ich ein neues Segelboot kaufen möchte und ich muss alles wegschmeißen, was ich in meinem Unternehmen entwickelt habe, gibt es die Möglichkeit, der Source Code ist öffentlich und ich entwickle selber weiter. Das heißt, das müsste eigentlich das Argument auch der Wirtschaftskammer sein, wenn ich irgendwohin beraten gehe und sage, liebe Leute, wollt ihr bitte nach 2 Jahren eure gesamte Hardware wegwerfen, weil es das Betriebssystem nicht mehr gibt? Wollt ihr eure Mitarbeiter schulen, weil es das Office-Paket, weil es das Word nicht mehr gibt und die Umstellungsaufwände sind so enorm groß, dass ich die Leute wieder schulen muss, statt zu sagen, ich mache einmal den Schritt. Und das ganz Wichtige, ich habe immer Probleme mit dem Richard Stallman, mit seiner Free-Software, weil wir bei Free immer an Free-Bier denken. Frei bedeutet nicht, dass wir nicht davon leben können. Und gerade wenn ich ein Kleinunternehmen bin, dann lebe ich ja nicht davon, dass ich Lizenzen von Microsoft verkaufe oder Apple-Lizenzen oder ich weiß was für Lizenzen, sondern dann lebe ich von meiner Arbeitszeit, die ich verkaufe. Und natürlich, die muss bezahlt werden. Und bei Open Source geht es darum, lokale Kompetenz aufzubauen, lokale Dienstleistung aufzubauen, Innovationspotenzial aufzubauen. Und um einfach zu zeigen, wo wir sozusagen hier in Österreich angesiedelt sind. Ich habe einmal mit dem Finanzministerium diskutiert, die gesagt haben, wir wollen jetzt die Zentraleinkauf aller Ministerien bündeln ins Finanzministerium, damit wir eine Verhandlungsmacht Microsoft gegenüber haben. Dazu mein Abschluss. Island wollte, weil sie halt eine andere Schrift haben, das ins Microsoft eingebaut haben und haben auch angeboten, das zu bezahlen. Und der Konzern hat das schlicht und greifend abgelehnt, weil er gesagt hat, Island ist zu klein, und Island ist ein bisschen größer als das Burgenland, ist zu klein, um dafür eine Entwicklung zu machen, um dazu was zu machen. Und das ist der Unterschied, wäre das Open Source, hätten irgendein isländischer Entwickler sich hinsetzen können und das einbauen. Ja, Gerhard Schwedt, ist Open Source die Lösung? Muss sie her? Ja und nein. Also ich werde dann versuchen, ein bisschen den Agent-Provokateur zu spielen und auf manche Dinge ein bisschen auch Kontra zu geben, damit wir ein bisschen in die Diskussion hineinkommen. Weil es macht ja keinen Sinn, immer einen Eulen nach Athen zu tragen und immer vor denen zu schimpfen, die in der Kirche sind, zu predigen. Aber vorher vielleicht ein paar andere Gedanken im Statement. Die Vorgaben von Robert Matzinger waren recht offen für die ersten 5 Minuten. Und ich habe dann Cloud-Services, Web-Services so als Aufhänger genommen, habe mich in der letzten Zeit beschäftigt mit sehr viel mit Big Data und mit solchen Dingen.
und möchte einfach nur ein paar Gedanken ein bisschen größer sozusagen da mal bringen zur Einstimmung. Nämlich drei Missverständnisse im Umgang vieler Personen mit Cloud-Services und Web-Services. Das erste Missverständnis, das ist hier nur eine Aufwärmübung, das betrifft die meisten Jugendlichen, die einfach alles posten auf Facebook und Co. und alles runterladen als App und sich keine Gedanken machen über Datenschutz, über Sicherheit und was das für ihr Leben vielleicht später bedeutet, wenn da die intimsten Details dann irgendwo auf Dauer im Web gespeichert sind. Das ist aber eh klar. Das zweite Missverständnis betrifft vielleicht schon mehr der anwesenden Personen, nämlich das ist das zu glauben, wenn man nicht dabei ist, dann ist man auf der sicheren Seite. Ein kleines Gedankenexperiment, das Thema oder das Stichwort ist das Schattenprofil. Nehmen wir mal an, ich, Gerhard Schwedt, hätte kein Smartphone, keinen Twitter-Account, kein Facebook und wäre überhaupt nicht aktiv im Internet. Aber dann gibt es hier im Raum ein paar Leute, die twittern, blöder Vortrag von Gerhard Schwedt an der FH. Und schon ist mein Name irgendwo im Netz. Dann gibt es jemanden, der sucht mich auf Facebook, findet mich nicht, weil ich nicht dabei bin. Tatsächlich bin ich schon dabei, aber das ist die Annahme. Na, was lernt Facebook daraus? Im Hintergrund läuft der Algorithmus, da gibt es vielleicht jemanden, der Gerhard Schwedt heißt. Dann gibt es 10 andere, die nach mir suchen, dann wird im Hintergrund rennen die Algorithmen, was haben denn die gemeinsam? Aha, die haben alle irgendwas gemeinsam in der Richtung oder in dem Raum. Irgendwo wird dann gesucht bei Google und Co., was gibt es denn überhaupt an offenen Datenquellen? Da gibt es ein Telefonbuch, da steht meine Adresse drinnen und die Telefonnummer. Aha, jetzt wissen wir vielleicht sogar den Provider, bei dem der ist. Und so weiter und so fort. Im Schnitt haben die großen Unternehmen ein paar hundert Datensätze von jedem Menschen, auch derer, die überhaupt nicht im Internet sind. Also was man schon daraus lernen kann, ist, das ist auch eine Naivität zu glauben, bloß weil ich meine E-Mails verschlüssle, bloß weil ich nicht auf Facebook bin, deswegen wüssten die nichts über mich. Also ein bisschen wie Vogelstrauß, jetzt sieht mich Facebook, jetzt sieht es mich nicht. Datenfirmen im Hintergrund, die kennen wir gar nicht im Normalfall. Ja? Die kommen der Öffentlichkeit nicht vor. Die sind die großen Datenbroker. Dort läuft das zusammen, was Facebook und Co. und andere eigentlich verkaufen, wo gehandelt wird, fast wie auf der Börse, wo wirklich Millionen Datensätze weiterverwertet werden für die unterschiedlichsten Bereiche. Und dass ein Google-Werbungsinsert irgendwo erscheint, ist da nur die kleinste Kleinigkeit des Ganzen. Da geht es auch um Geomarketing, da geht es um Wirtschaftsentscheidungen, da geht es um Standortentscheidungen, wohin wird irgendwo eine neue Fabrik gebaut. Die Analysen sind sehr, sehr komplex und dafür werden solche Daten auch zum Teil verwendet. Also wie gesagt, die haben dann über mich ein komplettes Profil, obwohl ich gar nichts tue. Das führt zum dritten Missverständnis, das ist heute schon in einem Vortrag eigentlich eh gesagt worden ein bisschen. Es geht um das Missverständnis des Geschäftsmodells. Die Annahme ist ja, Facebook, Google, Instagram, die bieten uns was an und wir wären die Kunden. Das stimmt ja gar nicht. Die bieten anderen was an, wir sind die Daten, wir sind das Produkt. Es ist so, dass wir den Köder eigentlich schlucken, ja, der ist gut, diese Services zu verwenden. Und dieser Köder ist eben so, dass wir freiwillig ins Netz gehen und unsere Daten dann woanders verkauft werden. Ein Beispiel nur, ich habe mir gestern noch nachgeschaut von Instagram, die Nutzungsbedingungen. Und da heißt es wörtlich, nur kurz ein Ausschnitt, you hereby grant to Instagram a fully paid worldwide sub-licensable license to use the content that you post. Also kurz auf Deutsch noch einmal. Wenn man Instagram ein Foto rauflädt, überlässt man Instagram weltweit alle Nutzungsrechte und Verwertungsrechte an diesem Foto. Die können das weiterverkaufen an Drittanbieter und so fort. Also kurz gesagt, wir produzieren Daten, mit denen die anderen das Geschäft machen. Ich bin schon bei den letzten 2 Minuten oder eine nur mehr, ich weiß es nicht, ich habe nicht mitgestoppt. Schlüsse aus dem Ganzen, was hat das mit Open Source zu tun? Das eine ist einmal, wir können dem Big Data nicht entgehen. Man kann nur lernen, damit zu leben. Man kann das hinterfragen. Und eine Lösung muss eigentlich dann auch auf politischer und größerer Dimension dann geschaffen werden. Dann nicht alles, was kostenlos ist, das muss man eigentlich hinterfragen. Wir zahlen einen hohen Preis früher oder später dafür. Was jetzt kostenlos ist, wird irgendwoher auf eine andere Art und Weise dann wieder zu bezahlen sein. Und wer daher Datenkontrolle haben will, da kommen wir zum Thema hier,
da muss ich oder soll sich, muss ich halt doch ein bisschen in die Tasche greifen und sagen, okay, dann baue ich mir meine eigene Cloud, dann gehe ich zum lokalen Anbieter, dann gehe ich zu Anbietern, die in Österreich sind oder in der EU mit zertifizierten Rechenzentren, die garantieren, dass das nicht vermarktet wird, dass das nicht ins Ausland geht und so weiter und so fort. Da sind wir dann auch wieder bei dem, kann das nur unterstützen von Kollegen von Quintessenz. Das ist ein Riesenunterschied zwischen Gratis-Software und Open-Source-Software, aber das wissen hier eh alle. Ich glaube, dass Open-Source-Software gratis ist oder kostenlos, das ist eigentlich nur ein angenehmer Nebeneffekt. Ja. Wirklich kostenlos ist es eh nicht, weil es muss implementiert werden, man muss das Ganze betreiben, man braucht einen Service dazu, aber es hat seinen Wert. Ja, und eine Idee in Richtung auch Politik in der Zukunft, es gibt schon Initiativen, ganz klein noch, aber vielleicht wird es irgendwann einmal mehr, die sagen, man müsste die Geschäftsmodelle auf rechtlicher Basis insofern ändern, dass wir als die Produzenten der Daten auch am Gewinn beteiligt sind. Klingt ein bisschen kurios, aber die Idee ist, oder die Rechnung, dass unsere Daten, die wir produzieren durch unser Leben, einfach so, oder die Fotos, die wir raufladen, dass das ungefähr $100 bis $150 Wert hat bei Facebook, bei Instagram, bei all diesen anderen. Und dass das eine Form von Autorenschaft ist. Und dass es ganz natürlich wäre, ähnlich wie bei Tantiemen oder anderen Dingen, dass wenn unsere Daten verwertet werden von einem großen Medienhaus, Verlagshaus, Cloud-Service, was auch immer, dass eben wir dann an dem Gewinn beteiligt werden. Also die Forderung wäre dann, dass es vielleicht bei Facebook, Google, Co., irgendwo WhatsApp vielleicht zwei Kontenarten gibt. Das eine ist, man sagt, okay, ich schließe mit ihnen einen Vertrag, die dürfen meine Daten verwerten, dafür bin ich am Gewinn beteiligt. Oder ich sage, nein, das will ich nicht und dann muss ich halt dafür zahlen, weil der Betrieb des Services kostet ja was. Ja? Also auch die müssen ja investieren in die entsprechenden Rechenzentren und Bandbreiten. Ja, das waren ein paar Ideen, die vielleicht ein bisschen über das Linux besser oder Windows besser hinausgehen und ein Statement von mir dazu. Danke, Gerhard Schwedt. Ich wollte eine Kontroverse und ich glaube, wir kriegen keine Kontroverse zustande, wenn wir das Thema nehmen, reicht es, wenn wir Google und Microsoft und Apple haben. Das, glaube ich, braucht man nicht diskutieren. Aber was vielleicht einen gewissen Anreiz bietet, ist die Frage, aber wie kommen wir da jetzt raus? Ich war gerade vorige Woche mit meinen Studierenden bei Google selbst. Das ist natürlich ein sehr interessantes Unternehmen zu sehen und ich betreue den Online-Marketing-Kommunikationsstudiengang, aber selbst meine Studierenden, die jetzt nicht aus der IT kommen, waren da ein bisschen skeptisch, was hier so abläuft. Also wie gesagt, alles sehr professionell, alles sehr sympathisch, aber auch alles sehr eine geschlossene, die hier lebt. Also ich glaube, das Thema braucht man nicht so sehr diskutieren, müssen wir was tun, aber ich fand das Statement von Herrn Peter sehr gut, er sagte, ich komme nicht aus ohne die Smartphones, die die Mitarbeiter haben. Kommt er wirklich nicht aus ohne Google, Apple, Microsoft? Ich möchte auf den Ausgangspunkt dieser Diskussion zurückkommen. Das war nämlich der Gedanke, den diese Forschungsstrategie bei mir angeregt hat. Ich denke, vor vielleicht 20 Jahren waren wir in der Energiepolitik in einer ähnlichen Situation. Und man hat sich dann einfach entschlossen, nicht nur rein marktwirtschaftlich, was ist jetzt das ultimativ Billigste zu nehmen, sondern sich damals Öl oder Atomkraft oder was auch immer, sondern zu sagen, okay, wir wollen langfristig einen anderen Weg gehen. Und das waren sicher nicht alle gut. Ich weiß, da sind auch Leute in Konkurs gegangen, aber man hat doch hier langfristige Überlegungen und Ziele und Visionen einfließen lassen und gesagt, jetzt wir wollen eine Kraftanstrengung machen, wir wollen es anders. Und dann sind halt Hackschnitzelwerke entstanden und energieautonome Gemeinden und Windräder, wie sie jetzt zuhauf gebaut werden. Und da sieht man einfach, da gab es also eigentlich eine gemeinsame von oben und von unten. Von oben sagt man wählt sich dieses Ziel und unten, wo die Wirtschaft das als Befruchtung gemacht hat, und man kann es darüber diskutieren, wie erfolgreich das war, aber es geht irgendwie. Und das ist eigentlich der Gedanke dieser Diskussion, können wir sowas nicht auch für den IT-Bereich, für den, und das muss ein Hin zu Open Source, zu offenen Daten, zu regionaler und wie es zu definieren sein wird, nachhaltiger IT sein. Und die Frage richtet sich dann auch immer an so Leute wie die FDI, die ja an der Forschungs-
Steuerung sitzt und hier steuernd eingreifen kann. Und von dort wünsche ich mir also diesen Impuls. Und um diese Idee einfach mal rauszutragen, habe ich ist diese Podiumsdiskussion vielleicht einfach mal ein Schritt. Aber ich denke, dort könnte man Anleitungen nehmen. In der Energiepolitik ist man schon ein Stück weiter. Es aufzugreifen, wenn solche Modelle gibt es auch aus anderen Bereichen, wo die Leute schon sensibler sind, ist natürlich zum Beispiel auch Fairtrade oder Bioprodukte. Das ist ein boomender Bereich, wo man sieht, dass also mehr und mehr Menschen bereit sind, nicht einfach das Billigste aus dem Supermarkt zu kaufen, sondern sehr genau schon schauen, was ist das, wo kommt das her, kommt es aus der Region, Bauernläden und Märkte boomen wieder. Also das ist meine Hoffnung, da muss aber ein gesellschaftliches Umdenken her, wo mehrere Gruppierungen zusammenwirken und sagen, wir müssen im IT-Bereich auch diese Sensibilisierung schaffen. Aber ich habe es gesagt, ich möchte ein bisschen provokant auch das eine oder andere sagen, auch mit der, bei Microsoft muss man upgraden und ähnliches. Das ist leider bei Open-Source-Dingen nicht so viel anders. Ja. Und das Know-how, das man hat, um zu programmieren, das geht dann zwar theoretisch, aber wir wissen es von anderen Dingen. Beispielsweise, ich komme vom E-Learning Center, wir verwenden Moodle, ein Open-Source-System, das viele kennen, wahrscheinlich auch hier in der FH. Nichtsdestotrotz gibt es auch dort Upgrades. Man muss dann ganz schön viel reinstecken in die Programmierung. Es gibt auch dort irgendwann einmal keine Patches mehr für ein altes System. Und dann muss man sich auch überlegen, upgraden und irgendwelche Dinge machen. Und hat zwar keine Lizenzen zu zahlen, aber nicht weniger Aufwand. Also ich glaube nicht, dass man da so sagen kann, naja, da im einen Fall bin ich so abhängig, im anderen Fall ist alles so locker. Endlich. Ja, genau. Also das ist genau das Missverständnis. Wir haben vor einem Jahr etwa in Wien bei den Linux-Wochen diskutiert. Da ging es um Software, die für die Steuerung von Lehrsälen, von Software und so weiter ist, die aus dem Burgenland stammt und in Wien an einer Schule eingesetzt werden sollte. Und die haben gesagt, ja, wir geben, weiß ich, einen sechsstelligen Eurobetrag aus für Lizenzen und haben uns dann entschieden, auf die Open-Source-Variante zu wechseln. Und dann haben wir aber 1,5 Jahre warten müssen, bis der kostenlos aus dem Burgenland angereist ist und uns das installiert hat. Und das ist ja so schlimm bei Open Source, weil das sind ja nicht verlässlich und bla bla. Ich meine, die Gemeinde Wien hat für 7 Millionen Euro Lizenzen, bitte, Windows-PCs in die Kindergärten eingestellt, weil sie gesagt haben, wir brauchen das, weil wir haben eine Software beauftragt für türkischstämmige Migrantenkinder, damit sie Deutsch lernen. Und in der Ausschreibung der Gemeinde Wien stand drinnen, das muss auf den Internet Explorer entwickelt werden. Und dann wurde gesagt, ja, der Internet Explorer läuft aber leider auf dem Linux nicht. Und deswegen müssen wir jetzt 7 Millionen Euro ausgeben für die Windows-Lizenzen. Solange man sich in diesen Gefangen hält, und das erinnert mich deswegen super, dein Hinweis auf die Energie. Ich stamme noch aus der Zeit, dass ich die Atomdiskussion in Österreich mitbekommen habe, Zwentendorf. Und da hieß es damals, wenn wir dagegen stimmen, dann geht Österreich zugrunde. Weil dann ist die Energieversorgung in Österreich nicht mehr gegeben. Jetzt, als die Sonnenfinsternis war, hat die deutsche Atomindustrie gesagt, es war eine Fehlentscheidung, 50% des Stroms in Deutschland ist mittlerweile alternativ. Und mit der Sonnenenergie bricht auch in Österreich der Strom dann zusammen, mit der Sonnenfinsternis. Die Sonnenfinsternis haben wir überlebt. Ich meine, uns ist der Himmel nicht auf den Kopf gefallen. Also diese Diskussionen immer, dass man abhängig ist, wenn wir das Know-how hier vor Ort haben, wenn wir statt 7 Millionen Euro Lizenzen, ich weiß nicht, wie viel Personal kann ich bezahlen für 7 Millionen? Wenn ich das Know-how bitte habe, dann brauche ich kein Moodle-Update mehr, mir kostenlos aus dem Internet runterzuladen und zu jammern, dass ich 10 Stunden sitzen muss, um das zu installieren. Sondern dann bin ich in der Lage, kompetent genug, mich das selber weiter zu betreiben. Ich habe eine IT-Abteilung, ich habe hier qualitätsvolle Arbeitsplätze, Leute, die einen Sinn in ihrer Arbeit haben und deren Job nicht Doppelklick ist. Möchte mir jetzt ganz bewusst diese Diskussion anschließen, weil Kosten, IT wird immer Kosten verursachen. Inzwischen sind wir so weit, dass eigentlich die Software und Dienstleistung die Hardware weit, weit überholt hat. Weil die Hardware zurzeit noch langlebiger ist.
Ich möchte jetzt noch aufgreifen das Thema mit dem Moodle. Was war der Lifecycle, bevor jetzt wirklich intensive Eingriffe notwendig waren? Für die Updates und so weiter. Ich will die Diskussion jetzt nicht auf die Ebene bringen, weil wir haben über die letzten 10 Jahre aufgebaut und machen sehr viel Programmierung wirklich selbst. Das war nur jetzt ein Beispiel, dass auch bei Open Source irgendwann einmal zum Beispiel auch keine Updates irgendwo mal verfügbar sind, weil eben auch Versionen weiterentwickelt werden. Es gibt ja auch Release-Zyklen bei Joomla und bei Ubuntu und ähnlichen Dingen. Und wenn man irgendwann einen alten Rechner hat und alte Versionen, ist das Repository einfach halt nicht mehr verfügbar. Und da kann man dann auch nicht sagen, naja, das programmiere ich jetzt alles selber, sondern ich muss dann auch sagen, na gut, wenn ich sicher unterwegs sein will, dann muss ich auch bei Ubuntu auf die neueste Version gehen und das ist halt möglicherweise ein Aufwand, ja. Also ich, nur weil ich Open Source nehme, ist dann nicht so, dass ich da keine Update-Zyklen mehr hätte. Definitiv nicht, nein, das wollte ich auch nicht sagen. Was aber der springende Punkt ist, was ich jetzt aus wirtschaftlicher Seite her sehe, ist, dass die Wertschöpfung regional, lokal bleibt. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor. Ich nehme das jetzt nur, weil ich selbst eben aus dem Bezirk Güssen komme und weil es so schön zu dem Thema Energie passt. Wie diese Energiewende im Burgenland war damals der ärmste Bezirk Österreichs, war die Idee, Wertschöpfung zu lukrieren und nicht die Pendler mehr oder weniger, die jetzt die Wertschöpfung auswärts bringen, dann mehr oder weniger die Wertschöpfung hier im Lande oder im Bezirk dann auch wieder zu bringen. Und Güssing hat das geschafft. Ich glaube schon, dass gerade diese Regionalität ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Wenn wir nämlich jetzt im Burgenland keine regionalen IT-Leister mehr haben, und ich glaube, entscheidend ist die Dienstleistung, weil wir wissen von Blödmann und Co., der reine Handel ist tot. Die burgenländische IT wird sich niemals über den Handel definieren können, weil da sind wir nämlich genau dort, dass wir nur mehr Lizenzen schachern und Kisten schieben. Werden wir nicht überleben können. Das heißt, wir brauchen wirklich Qualifikation und Dienstleistung. Und wenn das natürlich dann Wertschöpfungen und Aufträge sind, anstatt die jetzt da ins Ausland, in ausländische Unternehmen zu investieren, durch Lizenzen, wie auch immer, halte ich es für absolut sinnvoll, das in lokale, regionale Dienstleistung zu wandeln. Vielleicht nur ganz kurz zum Thema Office, Windows, weil es angesprochen worden ist. Da stelle ich wieder die Frage, ist es nicht sogar Kundenwunsch? Wir haben im Vorfeld kurz diskutiert, gerade in Bildungseinrichtungen, also das würde ich gerne zahlen, in der Landesregierung, was Bildungseinrichtungen zahlen. Die Microsoft verschenkt die Lizenzen ja mehr oder weniger. Verschenkt es an Studenten, verschenkt es an Schüler und, jetzt sage ich wieder ganz provokant, züchtet sich so vielleicht auch wieder Kunden, die gehen dann in die Wirtschaft arbeiten, klar, und der kennt sein Microsoft-Produkt, der kennt seinen SharePoint-Server, der kennt sein was auch immer und sei es nur Office und wird dann in seiner Firma, wo er halt dann beschäftigt ist, wird er halt sagen, ich hätte gerne auch wieder genau das gleiche Office und nicht das Open Office oder als Entwickler vielleicht, sagt, die Entwicklungsumgebung kenne ich schon. Also ist das nicht vielleicht, Problem will ich es jetzt nicht nennen, aber das ist sicherlich eine gewisse Taktik, die große Firmen fahren, um sich so Kundenschichten zu erobern, nennen wir es so. Und ich kann das auch bestätigen mit Verhandlungen mit großen Firmen. Ab einer gewissen Größe, und die Firmen kennt man dann ja, tut man sich sehr schwer zu verhandeln, weil dann ist man auf der Landkarte nämlich gar nicht mehr auffindbar. Also auch als Österreicher ist man dann sehr schwer auffindbar. Und da dann wirklich bessere Preise zu erzielen, ist mehr oder weniger unmöglich, weil da gibt es die weltweite Preisstaffelung und das war es im Grunde. Am Dollarkurs kann ich mich nur orientieren, aber das ist dann auch schon. Also dafür rennst du recht gut, sie verschenken es nicht ganz, sie verschenken es an Schüler, Studenten, aber Verwaltungspersonal, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, zahlt. Also wenn ich eine Schule habe mit 50 Lehrern, bitte mir jetzt nicht festzunageln, was ich noch ganz hinten weiß, dann muss ich sozusagen schon die 50 Lehrer lizenzieren, habe aber für die 800 Schüler habe ich halt ganz, ganz günstige Lizenzen. Ich kenne das Preismodell nicht genau, gell? Aber das ist natürlich ein bisschen ein Anreiz für die Schüler, dann das sozusagen die Message auch in die Arbeitswelt mitzunehmen. Da haben Sie schon was überlegt dabei. Wir fallen ein bisschen zurück in die Problematiken, die es gibt, wenn es so große und einflussreiche Unternehmen gibt. Die haben wir, glaube ich, ganz gut auf dem Radar. Aber
wie, bevor ich es dann ins Publikum gebe, wie können wir jetzt das wirklich machen, dass zum einen von Business to Business, dass dort einfach die Unternehmen sensibler werden oder dann überhaupt Business Consumer, dass jemand wie ich, die eigentlich aus der Kommunikationswissenschaft kommt, sich dann traut, etwas zu kaufen, wo nicht Apple und Samsung oben steht. Also ich glaube, auch um das, an das davor zu anschließen, natürlich die Firma Microsoft, die Firma Google, die Firma Facebook, die haben in Österreich Leute sitzen, deren Job es ist, Lobbying zu betreiben. Meine Nichte bewirbt sich gerade in Brüssel und wenn man sich dort als Student bewirbt, dann gibt es dort irrsinnig viele, das hat sie mir dann ganz stolz jetzt zu Ostern erzählt, ja, da gibt es total viele Jobs für Datenschützer. Und da gesagt, wer schreibt die aus? Sagt die Firma Google. Also die Firma Google bezahlt Praktikumsplätze in Brüssel für Datenschützer. Aber die verstehen Datenschutz nicht so wie wir, nämlich dass es unsere Daten sind, die geschützt werden sollen, sondern es geht beim Datenschutz aus Sicht der Amerikaner um den Schutz der Daten bei Google, bei Facebook. Und die müssen geschützt werden. Also was komplett anderes. Was mir wichtig ist, natürlich, die betreiben Lobbying und das ist auch legitim. Ich möchte auch nicht diskutieren über das Businessmodell von Facebook. Das funktioniert, der macht genug Geld. Es wäre also falsch, einem Milliardär zu sagen, er macht es falsch, er macht es richtig. Bill Gates, der reichste Mann der Welt, hat was richtig gemacht. Das heißt aber nicht, dass wir uns dem unterwerfen müssen. Und wir müssen irgendwann mal beginnen, das zu durchbrechen. Ich mache ja auch Schulungen und natürlich kommt die Anforderung ununterbrochen ja auf Windows Office. Und wenn wir da nie irgendwann einmal sagen, auch von der, ich sage, wir sitzen hier auf der FH, wir machen über Wirtschaftsförderung, wenn das Land ausschreibt, wenn die FH einen Kurs anbietet, warum bitte steht in den Ausschreibungen nicht drinnen, es muss Open Source sein. Es steht sogar in der EU-Verfassung drinnen, dass es das Austauschformat muss so sein, dass ich keine Lizenzen kaufen muss. Also ist das Open Format. Also wenn ich hier jetzt Geld ausgebe als Land und etwas fördere, dann kann ich mich entscheiden, ich schicke einen Scheck nach Amerika oder ich bezahle hier Arbeitsplätze. Und genau mit dieser Brutalität, mit dieser Eindeutigkeit muss man auch mal beginnen zu diskutieren und nicht sagen, ja meine Güte, mein Kind hat im Kindergarten einen Windows-PC gehabt, deswegen muss es jetzt, bevor er in Pension geht, immer noch einen Windows-PC haben. Ein bisschen schmunzeln sozusagen, weil auch letztes Jahr waren wir dann sehr schnell so beim Thema Open Office und warum setzt die böse Landesregierung das böse MS Office ein? Ich weiß schon, das ist ein bisschen jetzt natürlich provokant gesagt. Da bin ich wieder beim Kundenwunsch. Genauso wie letztes Jahr. Der Bürger von draußen schickt uns im Regelfall ein Excel-File, ein Word-File. Ich weiß schon, dass das relativ gut konvertierbar ist, aber halt nur relativ gut. Also es gibt einen gewissen Kundenwunsch und einen Bürgerwillen jetzt offen, das ist zu viel. Der Bürger will das so, dass es funktioniert, was da dahinter steht, ist dem Bürger ja klarerweise völlig egal. Aber trotzdem, in der Praxis ist es so, dass halt jeder das Word kennt, der Bürger kennt es, die Firmen kennen Word, Formularservice, was auch immer. Word hat sich da irgendwie als Standard etabliert oder Microsoft-Produkte ganz allgemein haben sich als Standard etabliert. Lass dich noch und ich werde jetzt dann auch ins Publikum gehen und werde dann im Saal herumgehen mit dem Mikrofon. Also ich glaub, Robert, bitte. Also ich möchte auf eine Antwort geben, eine persönliche, nämlich was kann man tun? Man kann es einmal selber anders machen. Das ist manchmal ziemlich schwierig, gerade in diesem, ich kann das aus eigener, aber für mich war das die Motivation. Ich wollte einfach haben, dass mir mein eigenes Wissen, das ich mir erarbeite, zugänglich bleibt. Das ist eine ganz private Entscheidung. Wenn ich jetzt lerne, mit irgendeinem Software-System umzugehen, einem Betriebssystem, oder auch einem, dann will ich einfach haben, dass ich dieses Wissen weiter anwenden kann, ohne dass ich irgendwem das dafür zahlen muss, dafür, dass ich meine Arbeit mache. Also das hat mir einfach unheimlich gestört, nicht zu wissen, was mit meinen Daten, die ich da produziere, mit dem Wissen, das ich produziere, in 10, 15 Jahren sein wird. Ich muss ja doch so weit denken. Das war für mich eigentlich einer der Ausgangspunkte. Und ich muss sagen, ja, es ist ziemlich schwierig, aber es geht. Das heißt, also so wie bei anderen Bewegungen, Grassroots-Bewegungen auch, man kann einmal von unten anfangen. Was ich aber schon immer wieder auch aufrufe, ist, ich wünsche mir da durchaus auch einen Impuls von oben und diese Veranstaltung soll nicht zuletzt dazu dienen, vielleicht diesen Appell nach
so hoch wie möglich rauf. Das fängt bei meiner Fachhochschule an, das geht vielleicht in die Landespolitik. Wir haben die Forschung Burgenland, ja, danke für die Veranstaltung. FTI Burgenland. Forschung Burgenland da. Diesen Appell mal zu geben, weil wenn wir das, wie gesagt, mit der Energiepolitik auch da vergleichen, auch da stand eine Vision von oben, die gesagt hat, wir müssen genau diese Zyklen von wir brauchen, wir müssen irgendwann durchbrechen. Und ich sage ganz ehrlich aus privater Erfahrung, nein, wir müssen nicht. Gibt es eine Frage aus dem Publikum? Fürs Instagram. Wenn es wieder der Politik wäre und wenn das Budget zur Verfügung gestellt werden würde, dann weitere Folge, dann wäre das natürlich so. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass die Politik so würde, das ist Aufgabe der Landes-EDV. Ich glaube eher, dann würde man das in einer privaten Firma oder im Zuge einer Ausstellung lösen. Mein Bauch. Ein bisschen provokativ. Also wir leben schon in einer Gesellschaft, jeder will alles und sofort und das möglichst kostenlos. Also ich denke, man muss sich natürlich irgendwann einmal auch als Konsument überlegen, kann ich immer alles sofort haben, kann ich das so kostenlos haben? Und irgendwann muss ich mal überlegen, was ist mir das wert, auch die Freiheit? Ich möchte dann noch einen Punkt einmal weg von Microsoft. Wir alle kennen die Wikipedia und nützen sie und schätzen sie. Ja, aber irgendwer muss ja das betreiben. Die Frage ist jetzt, wollen wir, dass die in Zukunft auch noch gibt, noch besser und werbefrei und unabhängig? Ja, woher? Es gibt Spendenaufrufe. Ja? Ich will jetzt gar niemanden anschwärzen, aber zu sagen, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, dass man sich sagt, okay, ich spende mal bewusst ein paar Euro oder irgendwas, sage ich, das geht eben dann nicht in die USA zu irgendeinem Provider, sondern ich will eben haben, dass solche Services in Zukunft in hoher Qualität bleiben und das muss mir was wert sein. Jetzt verstehe ich natürlich Studierende, die haben eh nie ihr Geld, dass die das halt nicht können, aber irgendwann einmal muss man sich überlegen, will ich Alufelgen oder will ich eine freie Software haben? Und da muss man sich auch mit dem eigenen Geldbörsel und dem Budget überlegen, was unterstütze ich denn mit meinem Geld? Wohin gehe ich einkaufen? Und ich kann steuern als Konsument und nicht mich immer nur ausreden, was macht die Politik da oben? Also da bin ich beim Robert Matzinger mit Grassroot. Es geht schon, Bewusstseinsbildung, Vorbildwirkung und ähnliche Dinge. Dass nicht immer und überall geht, geht auch. Ich gebe auch zu, ich bin da auch so ein Dazwischen, also ich habe Windows am PC, aus verschiedensten Gründen, aber auf der anderen Seite habe ich kein Microsoft Office drauf, komme damit auch gut zurecht, verwende zu 100% nur LibreOffice, geht auch. Aber halt, man muss halt überlegen, was man halt tut und Vorbildwirkung und Bewusstseinsbildung, ich glaube, so müssen wir anfangen. Vielleicht an der Stelle eine kleine Auflockerungsübung fürs Publikum, wer hat schon einmal für Wikipedia gespendet? Aber wer hat schon für einen anderen Internetdienst gespendet, außer Wikipedia oder überhaupt für einen? Okay, so schlecht ist das Schnitt gar nicht, glaube ich, um ihn zu sehen. Gut, gibt es andere Meldungen aus dem Publikum? Gut, die Kollegen da oben haben sich für Alufelgen entschieden. Die haben eine Abstimmung gemacht und haben einstimmig gesagt, Alufelgen. Okay. Ja, die Diskussion haben wir schon einmal geführt. Der Initiator dieser Veranstaltung, und darauf möchte ich hinweisen, ist der Internetclub Burgenland, dem sich dann später die Fachhochschulen, Wirtschaftskammer haben. Mit Karl Pinter haben wir das schon diskutiert. Die Sache ist einfach, es gibt in Österreich wesentlich größere Verwaltungszweige als die burgenländische Verwaltung, zum Beispiel die Justiz, die ausschließlich Open Office verwendet. Das heißt, die Sekretärinnen haben Halbtagsschulungen bekommen vor vielen Jahren, die benutzen das ohne Probleme. Es hat kein Murren gegeben, keine vorgeblichen Konsumentenwünsche, dass man Microsoft haben möchte und so weiter. Und das ist also eindeutig geklärt. Das Burgenland ist, um hier Everett Rogers zu zitieren, also mein Vortrag morgen Open Innovation,
der hat schon 1962 gesagt und analysiert wissenschaftlich, es gibt auf der Welt 2,5% Innovatoren und 16% Laggards, also Nachzügler. Die Landesverwaltung gehört zur letzteren Kategorie, zu den Laggards. Das einmal vorweg ist einmal eindeutig geklärt. Das zweite ist das Bildungssystem. Ich habe selbst, also ich komme auch aus der Wirtschaft, weil ich das Fach sehr lange unterrichtet habe. Schauen Sie, in Estland programmieren Volksschulkinder, die lernen das Programmieren. In Österreich haben es bis zur Matura ausschließlich Anwenderschulungen, ja, also praktisch qualifizierte Anwender. Die Kinder können nicht programmieren, der macht die Matura. Das, was er kann, ist PowerPoint-Präsentationen irgendwo zusammenzustellen im Internet, so ist es leider. Es gibt ja keine Software, die das verhindert noch, auf den Unis gibt es das. In Amerika fliegt man raus, wo man stillt, in Österreich passiert einem auf der Hochschule eigentlich gar nichts. Das heißt, sowohl Österreich ist ziemlich am Ende, würde ich sagen, aller Listen, und zur Wirtschaftskammer, ich kenne also sehr viele Firmen aus dem Bereich, im Grunde genommen ist das eine Anhäufung von Trabanten, die irgendwo Microsoft-Partner sind oder sonst irgendwas. Ich sehe da sehr wenig Innovation, wenn ich ehrlich bin, in Österreich. Und abzuschließen möchte ich, weil wir hier sitzen, ein paar Meter von hier war Nokia, ja? Nokia, die Firma Nokia, die es nicht mehr gibt im Burgenland, ja, nachdem sie alle Förderungen eingestreift hat, die möglich waren, und von, ich will nicht sagen dümmlichen Politikern, aber Politikern, die vielleicht den Weitblick nicht hatten, also hofiert worden ist und als Nonplusultra dargestellt worden ist, auch von der Wirtschaftskammer, möchte ich etwas sagen. Wir haben als Internetclub Burgenland, bin ich hingegangen und habe die ersucht, ob sie uns Hardware borgen, ja, damit wir das anschauen können. Die haben nachgesagt, also wir haben gar keine Antwort bekommen. Von Motorola gibt es ja da nicht mehr, haben wir das bekommen. Und zu Google möchte ich etwas sagen. Ja? Ich kenne ein bisschen Google, ich bin sehr kritisch gegenüber Google. Aber eins muss man schon sagen im Vergleich zu Nokia und anderen Abzockern, die es gibt oder nicht mehr gibt oder nicht mehr lang gibt. Ja? Google beruht im Grunde genommen auf Open Source. Darum ist das ein Unternehmen, das erfolgreich ist, weil es eben Open Source verwendet hat. Es gibt diese Codes auf Sam und ich bin schon fertig. Ein Satz. Dass Google heute so mächtig ist und die EU fragt, irgendwelche Leute da im EU-Parlament schreien und toben, die EU hat sehr wohl versucht, ein Gegengewicht aufzubauen, nämlich die Suchmaschine Quero, und ist erbärmlich gescheitert, weil sie die Fähigkeit dazu nicht hatte. In der Flugzeugindustrie hat es das gegeben. Man soll nicht nur auf die Amerikaner hinbraten, sondern auch ehrlicherweise sagen, dass Europa nicht fähig war, eine Alternative aufzubauen, obwohl sich die Franzosen und Deutschen mit Quero bemüht haben. Danke. Andere? Ich möchte nur ein ganz kurzer Zwischenruf. Ich bin kurz in Gedanken meine Begrüßung durchgegangen, und falls es so war, dass ich den ICB vergessen habe, möchte ich mich ja öffentlich dafür entschuldigen. Selbstverständlich stand er am Anfang der Linux-Wochen. Walter, da vorne ist noch eine Wortmeldung. Ich würde jetzt ein bisschen sammeln und dann ihm nochmal ins Podium geben. Frage an den Herrn Pinter. Wie sieht es denn aus mit der Bereitschaft, auch Open-Source-Projekte auszuschreiben? Das heißt, Firmen, die sich erben können, aber die Produkte dann eben Open-Source zu erstellen, um dann eben zu ermöglichen, dass andere nehmen und weiterentwickeln können und so weiter. Aus Ihrer Sicht da die Bereitschaft? Ja, also das kann ich gleich so beantworten. Die Bereitschaft ist natürlich da. Wir setzen aber sehr viele, sagen wir, Standardprodukte in der Verwaltung. Also Führerschein, alles, was wir so kennen, Führerscheine, Zulassungsscheine und so weiter und so fort. Und das sind dann wieder Länderkooperationen oder kommen vom Ministerium. Aber im kleinen Bereich oder im kleineren Bereich ist zu 100% eine Bereitschaft da. Man darf nicht vergessen, die kleineren Projekte, wieder unter Anführungszeichen, entwickeln wir oft selbst. Pflegeplatzbörse, wenn es zum Beispiel jemand kennt, wo man die Pflegeheime suchen kann oder suchen kann, wo ist denn überhaupt ein Platz frei, in welchem Pflegeheim. Das ist ein Projekt, das wir einfach selbst durchgeführt haben. Aber hätte es sich ergeben, dass es jemand auf Open-Source-Basis gemacht hätte? Na sicher, gerne. Also überhaupt keine Widerstände dagegen. Noch weitere Meldungen aus dem Publikum? Ja, ich hätte noch einen Kommentar zu einem Kommentar von vorhin vom Herrn Pinter, weil er gemeint hat, der Bürger möchte auch das. Ich denke mir, dass das ein geeignetes Vorbild sein sollte. Und gerade in diesem
Bereich mit Open Source, also ich denke schon, dass da wären. Es ist halt nicht so populär, auf Nachhaltigkeit zu setzen heutzutage. Populär würde ich sogar das Gegenteil sagen. Natürlich ist es schon populär, auf die Nachhaltigkeit zu setzen. Die Frage ist nur, wie wollen wir auf die Nachhaltigkeit setzen und wo können wir auf die Nachhaltigkeit setzen? Es soll jetzt bitte nicht drüber kommen, dass wir nicht auf Open Source setzen wollen würden oder unbedingt Microsoft-Produkte einsetzen wollen, aber es ist de facto so, dass viele Hersteller, egal wo es ist, ich versuche jetzt da ein bisschen zu denken, so geografische Informationssysteme, da könnte man vorstellen, relativ viel mit freier Software zu machen. Aber es ist so, dass auch burgenländische Unternehmen, die mir jetzt einfallen, die im Südburgenland sind, die setzen dann wirklich voraus, du brauchst dein Windows-System, du brauchst dein, was auch immer, Office-System daneben und irgendwo wird es dann schon sehr eng, dass ich das wirklich dann offen machen kann. Aber nochmal, die Bereitschaft ist zu 100% da, das wirklich offen zu gestalten. Und ja, Nachhaltigkeit natürlich. Also Nachhaltigkeit, ich würde nicht sagen, dass es nicht populär ist, das ist schon etwas Populäres und auf etwas, was man sehr genau schaut. Noch weitere Meldungen aus dem Publikum? Ja. Wir haben vorher das Beispiel vom Strom gebracht und es gab vor vielen Jahrzehnten dann auch die Diskussion mit dem Atomstrom. Ich glaube, das Problem damals war auch, der Bürger wollte billigen Strom, aber er wollte erst dann keinen Atomstrom, nachdem er wusste, was mit dem Atomstrom für Risiken hergehen. Das heißt, wo können wir ansetzen, um diese Bewusstseinsbildung zu schaffen? Wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt, dass zum Beispiel Vortragende auf der FH mit so einem Beispiel vorangehen, aber wie könnten wir das global attackieren jetzt? Ich glaube, dass ein entscheidender Faktor die Wirtschaft und das Unternehmertum in diesem Zusammenhang ist. Ich beobachte das jetzt seit längerer Zeit und habe mich früher so ein bisschen mit Zeitmanagement beschäftigt und sehe nur, was aktuelle Office-Produkte oder aktuelle Betriebssysteme, wie auch immer, an Störfaktoren für den Mitarbeiter bedeuten. Das heißt, Werbeeinblendungen, Erinnerungen, Feeds, Messages, die nichts mit seiner Arbeit zu tun haben. Ich glaube sehr wohl, dass man als IT-Dienstleister oder als IT-Spezialist sehr wohl die Unternehmer, die ja letztendlich die Auftraggeber dafür sind und solche Produkte kaufen, sensibilisieren kann, was solche Produkte an Risiken und Störfaktoren verursachen. Störfaktoren verursachen immer Kosten, nämlich sie rauben die Zeit. Ich glaube, dass es einfach eine Sensibilisierungsphase ist. Und es gibt sehr viele Unternehmer, ich werde damit öfters konfrontiert, wenn wir sogenannte IT-Renewals machen und IT-Generationen überführen in aktuelle Systeme, dass plötzlich aufgeschrien wird, boah, wieso kriegt der Mitarbeiter jetzt die Meldung über das Wetter, was für Mittagessen gibt es in Wien im 5. Bezirk etc. Das interessiert den Unternehmer nicht und teilweise auch die Mitarbeiter nicht. Es wäre eventuell der Ansatzpunkt, dass man auf diese Risiken hinweist. Okay. Ich komme, wie gesagt, aus dem Kampagnenführen und aus der Marketingkommunikation. Ich habe immer jetzt brav mitgeschrieben, was so Lösungen wären, eben politische Lösungen, die Politik soll aktiv werden, Vorbildwirkung der Politik, da ist jetzt gerade das Land angesprochen werden, dass bei Ausschreibungen Open Source bevorzugt wird. Sehr interessant fand ich auch die Idee, dass in den Schulen die Programmierfähigkeit höher eingeschätzt und mehr gefördert wird. Der Konsument, man kann von Gerhard Schwedt, soll kritischer sein, soll nicht zu verwöhnt sein, soll nicht alles sofort haben wollen. Etwas, was ich ein bisschen kritisch sehe, wenn ich die jüngere Generation vor allem auch anschaue, wenn man ihr das abverlangt. Aber gibt es auch Kampagnen, gibt es Vereine, gibt es Gütesiegel, gibt es statt Google auch ein Moogle, eine Gegenbewegung, gibt es hier Zusammenschlüsse und Bewusstseinsmachung, weil es ist für den Konsumenten jetzt leichter zu sagen, ja, ich nehme jetzt eine Bio-Orange statt einer Orange von einer Plantage, aber eine Entscheidung für ein anderes, ich bleibe jetzt nur mal beim Smartphone zu treffen, das kann man mitunter tagelang kosten, dass ich mich hier einarbeiten muss, also da will ich unterstützt werden. Gut, genau das ist ja das große Problem,
Wenn man sich anschaut, Apple hat einen seiner ersten großen Werbespots war, dass er die Szene von Big Brother genommen hat und gegen den Monopolisten Microsoft reingekaut hat und gesagt hat, wenn du Apple nutzt, dann bist du ein Revolutionär, dann bist du der Kreative. Und das hat den Zug von Apple in Richtung der Kreativwirtschaft eröffnet. Am Schluss, ich hatte mal eine Podiumsdiskussion, wo ein App-Entwickler da war, also der für die iPhones entwickelt hat, und der hat gesagt, ja, der Steve Jobs ist ein gutmütiger Diktator. Der schreibt uns also genau vor, was auf den Geräten möglich ist und wie es zu funktionieren hat und so weiter. Und das ist das große Problem, wenn ich in dem freien Bereich bin, in dem Open-Source-Bereich, da gibt es ja den Papst nicht. Da gibt es keinen Bill Gates oder keinen Steve Jobs oder einen Mark Zuckerberg, der sagt, so und so hat es auszuschauen, sondern es ist unsere individuelle Entscheidung. Ich habe gesagt, die großen Firmen haben Lobbying-Angestellte hier in Österreich, die zur Landesregierung gehen und das denen einreden. Und wir haben die irrsinnige Kompetenz bei uns, die Frau Minister, die Frau Karansim, die dann via Medien in der Zeit im Bild ausrichtet, wir führen jetzt eine iPad-Klasse ein. Also wir führen eine Klasse ein, die auf einem Produkt basiert. Wenn das bitte in Österreich in die Schule, der Schulversuch startet, gibt es den Scheiß-Ding gar nicht mehr. Also die Kompetenz, und insofern stimmt das, wir unterrichten nicht Kompetenz, sondern wir machen jetzt eine McDonald's-Knödel-Akademie, eine iPad-Entwicklerschule und eine ich-weiß-nicht-was. Und dann jammern wir drüber, dass wir McDonald's sagen wollen, kann sie bitte Biosalat verwenden. Nur das Problem löse ich damit nicht. Und ich halte nichts davon, diese Konsumentenschelte. Der User, der Benutzer, der verwendet das, was er im Zweifel beim Blödmann bekommt. Wir können hier, und dafür sind solche Veranstaltungen wichtig, auch in Richtung Politik, in Förderung, einfach mal zwei Sachen fordern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das erste ist, die Produkte, die Google, Facebook und Co. anbieten, sind nicht dem österreichischen Gesetz entsprechend. Das gleiche Produkt in Österreich angeboten, würde sofort von der Behörde zugesperrt werden. Und da sind sie auch da. Also wenn ich hier in Eisenstadt Facebook aufmachen würde, säße ich heute schon im Gefängnis. Also hier einfach mal nicht diesen Ungleichgewicht des Wettbewerbs, einfach zu sagen, okay, das ist Ausland, die dürfen alles. Aber hier in Österreich für die Unternehmen gilt alles und muss eindeutig gehalten werden. Und wenn man sich die Erfolgsgeschichten der amerikanischen Firmen anschaut, warum funktionieren sie? Weil sie einfach machen. Die 99% der Firmen, die Konkurs gehen in Amerika, das hört man nicht. Man hört die Erfolgsgeschichten, man hört Google, man hört Microsoft und so weiter, aber nicht die vielen, die totgegangen sind. In Österreich, wenn ich heute etwas mache, eine Firma gründen wollte, die UBIT ist da, was muss ich machen als erstes, bevor ich ein Produkt mehr entwickle? Ich muss einen Rechtsanwalt holen und fragen, ob ich das überhaupt darf. Da muss ich Kammermitgliedschaft werden und wehe, ich gehe zur falschen Kammer, weil dann bin ich nicht zuständig. Ich habe eine EDV-Firma, ich brauche 4 Gewerbescheine, damit ich IT-Business machen kann. Nämlich, weil für Visitenkarten brauche ich was anderes als für Webdesign, als wenn ein Kunde sagt, er braucht jetzt ein iPad, um auf seine Internetlösung zugreifen zu können. Also hier geht es einfach wirklich, dass wir offener werden, Möglichkeiten in Österreich zu ermöglichen, Leuten die Möglichkeit zu geben, in Österreich erfolgreich zu sein mit Ideen, dazu die Unterstützung auch der Landesregierung, der Kammern und so weiter, und nicht sozusagen als die großen Bremser dazustehen und dann zu sagen, der Konsument, der Kunde möchte Office, dem ist es scheißegal. Wie ich meine Steuererklärung einreiche, ich meine, das Steuererklärung einreichen tut weh, nicht, dass ich es mit Word machen muss. Wir nehmen noch eine Meldung aus dem Publikum und dann ist die Runde, was drückt die Podiumsdiskutanten noch? Die letzte Runde. Gut. Okay, also der erste Einwand, ich glaube, der ist abgetan. Die Konsumenten wollen das halten und wir müssen uns orientieren, nicht am anspruchsvollsten Konsumenten, sondern am dümmsten. Das Argument ist weg vom Fenster. Das zweite, was Sie gesagt haben, Störungsanfälligkeit, ja, von Open Source. Jetzt sage ich Ihnen etwas. Ich habe in Brüssel gearbeitet. Ich habe für die Generaldirektion Informatik Vorträge gehalten im Rahmen von Konferenzen, wo über 1000 Teilnehmer waren, wo der Mark Shuttleworth dort war, der Ubuntu
quasi aus der Taufe gehoben hat, basierend auf Debian. Nein, das stimmt nicht. Open Source ist weniger störungsanfällig, viel weniger störungsanfällig als kommerzielle Software, weil sie eben offen ist. Ja, dann, es gibt ein Qualitätssicherungssystem, erarbeitet von der Europäischen Kommission für Open Source Software. Das heißt, es ist nicht irgendein Produkt, das ungeprüft ist. Man kann es sehr wohl prüfen lassen. Die Europäische Kommission hat die entsprechenden Instrumente der Qualitätssicherung schon längst erarbeitet. Und wenn man ins Internet schaut, so sieht man das. Und abschließend noch ein Satz, was anlangt Open Source. Sie wissen ja, wir sitzen hier in einer regionalen Fachhochschule, die dem öffentlichen Bereich zuzuordnet ist, weil es vom Land Burgenland finanziert wird. Der größte Auftraggeber in ganz Europa, wir haben ja den europäischen Binnenmarkt, ist die öffentliche Hand, Public Procurement. Und Public Procurement, wenn Sie ein Unternehmer sind, werden Sie das wissen, wenn Sie einen öffentlichen Auftraggeber brauchen und wer braucht den nicht, Bundesbeschaffung etc., Sie haben dort Systeme, die ausschließlich auf Open Source beruhen, weil die Europäische Kommission den Binnenmarkt so konstruiert hat, dass man eben von einem Land, also aus einem Land sich in vielen anderen Ländern bewerben kann als Auftragnehmer. Und Bepol zum Beispiel, das zentrale System, ist Open Source. Das heißt, wenn Sie da bei der Fachhochschule was bestellen, verwenden Sie ein qualitätsgeprüftes Open Source Produkt, entwickelt von der Europäischen Kommission, die kleine Firmen diesen Auftrag gegeben hat. Wenn in Ungarn ein Weinbauer eine Förderung will, ja, macht er das über ein Open Source Produkt, das in Ungarn entwickelt worden ist und in ganz Europa größtenteils übernommen worden ist, weil es so gut ist. Wenn sie einmal sterben, muss eine Grabfläche verwaltet werden. Das ist leider so. Die Franzosen haben ein Open-Source-System entwickelt, kleine Firmen, gefördert von der EU, die hat den Auftrag gegeben und das haben sie heute in ganz Europa, weil das Prozedere ist leider überall das Gleiche. Also, jede Software ist störungsanfällig, auch Open-Source-Software, nur ist sie wesentlich geringer störungsanfällig als kommerzielle Software und es ist nicht richtig, dass es kein Qualitätssicherungssystem gibt. Es gibt ein ausgezeichnetes dafür. Ich glaube, da ist was missverstanden worden. Ich glaube, das ist hier nicht gesagt worden, wenn es auf mich anspielt. Ich habe nur gesagt, so wie es in der, was drückt mich, ja, genau. Wunderbar. Störungsanfälligkeit war kein Thema, aber wo fühlen Sie sich jetzt noch gestört, meine lieben Diskutanten? Wer möchte anfangen? Was drückt? Drücken ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber ich hätte gern mehr Unternehmen im Burgenland, mehr kleine Unternehmen, die uns wirklich, ich habe es glaube ich auf der Folie gehabt, unter dem Begriff Feuerwehr, die uns sozusagen als Feuerwehr und als flexibler Partner noch mehr unterstützen könnten, noch mehr zusammenarbeiten. Ja, ich glaube, diese, was jetzt zum Schluss ein bisschen gekommen ist, die Ideologisierung, da das eine ist gut, das andere ist böse, ich einfach immer wieder. Ich glaube, wir werden weder ohne das eine noch ohne das andere mittelfristig auskommen. Man muss schon schauen, wie man miteinander mit diesen Dingen lebt. Und wahrscheinlich wird jeder proprietäre und freie Software irgendwo auf dem Rechner haben. Und der Ansatz ist für mich über die Bildung, ja, Bildungsbereich, Bewusstseinsschaffung von den Kindern angefangen, daher hoffe ich mir eben auch eine längerfristige Veränderung. Und über die Kinder und in den Schulen ist auch viel passiert, ja auch schon in anderen Bereichen, wo halt dann oft die Kinder kommen dann zu den Erwachsenen und sagen, geht, das könnt ihr nicht kaufen, da haben wir in der Schule gelernt, da sind Giftstoffe drinnen oder ähnliche Dinge. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig, weil halt das Geld fürs Marketing und fürs Lobbying fehlt. Mir noch drückt ist, dass das ganze Open-Source-Thema irgendwie und Information, lokale, nachhaltige IT, gerne als eine Last drüber kommt. Ja. Also die Konsumenten müssen sich entscheiden, wir müssen alle bewusster werden, wir dürfen halt nicht so bequem sein und so. Was dabei übersehen wird, ist, was das für eine grandiose Chance ist in Wahrheit. Ja. Also was das für eine grandiose Chance ist eigentlich für eine lokale Wirtschaft, hier eine lokale Wertschöpfung zu haben, spannende Jobs, die Leute, auch die Zuverlässigkeit erhöht sich allein dadurch, dass ich jederzeit dem anderen draufsetzen kann. Wenn der eine Dienstleister das nicht hinkriegt, dann nehme ich mir einen besseren für dasselbe Softwareprodukt. Ja. All diese Dinge
Und ich finde es eigentlich eine, also für mich ist es im Endeffekt eine Erleichterung. Ich arbeite mir besser und leichter. Und wenn man das nicht hinkriegt, wenn man das immer so als Last sieht, ist man noch am falschen Dampfer. Ich denke, wir sollten es als Chance sehen. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich versuche in dieser Veranstaltung zu initiieren. Übrigens, wir versuchen nach Kräften Leute auszubilden, möchte ich sagen. So gut wir können, vielleicht gehen wir mal gemeinsam an die Schulen und sagen das den Schülern, dass das spannende Berufe sein können. Also ich verwende jedes Betriebssystem, ich kann jedes bedienen, ich kann auch jedes Office-Paket bedienen. Es ist aber irgendwann mal eine Entscheidung, für welches Leben man sich entscheidet. Und sich immer von der Konservenindustrie fortreden zu lassen, es ist gefährlich, wenn man sich selber seinen Salat macht, weil das nicht untersucht ist und ich weiß nicht was, dann wird man irgendwann mal in die Falle reinlaufen. Und die sozusagen die freie Welt, Open Source, Free Software, bedeutet ja, und da komme ich zurück auf meine erste Folie, die ich hatte, wer nichts weiß, muss alles glauben. Und das, wenn ich einmal für mich entschieden habe, und das ist sozusagen da, wo der Schuh drückt, was wir jeder Einzelne von uns machen können, einfach zu sagen, okay, ich erlaube mir sozusagen mal unter den Deckel zu schauen. Ich versuche mal, und es geht nicht bei Open Source sozusagen, dass man das komplett, den Schritt auf einmal macht, sondern einfach sagt, okay, ich versuche mal eine Open Source Software mal zu versuchen. Ich verwende einen Firefox, ich verwende einen Thunderbird. Und wenn mir irgendjemand ein XLSX zuschickt, dann schicke ich es zurück und sage, sorry, kann ich nicht öffnen. Und dann sagt er, ah, was soll ich tun? Sag, ja, sorry, ich habe es nicht, entweder schenk mir eine Lizenz, kostet 400 Euro, oder sag's, speichere es in einem anderen Format und plötzlich kann er's. Also hier ist, glaube ich, jeder davon aufgerufen, sich nicht immer für dumm verkaufen zu lassen, zu sagen, ja, und die freie Welt, dass das teurer ist, das schwingt immer so wie mit Bio, ne? Der verschrumpelte Apfel, der teure, und der gute aus dem Supermarkt. Es gibt alle Alternativen. Es gibt den OLPC, also das ist der 100-Dollar-PC, der mit offener Hardware ist. Die Linux-Wochen in Wien machen einen sehr großen Bereich über Open Hardware. Es gibt das Fairphone, also es gibt auch ein Handy auf dem Markt. Also es gibt auf dem Gebiet genug, nur wenn wir uns einreden lassen, und das ist sozusagen das, was ich jetzt dann sozusagen morgen mache. Morgen gibt es eine europäische Demonstration gegen TTIP. Wenn wir uns einreden lassen, dass wir eine Kolonie sind und dass wir immer zu den Lizenzbedingungen des Auslandes, ich habe das gesagt, Facebook und Co. wären in Österreich nicht zulässig. Wenn wir uns das einreden lassen, dass es nur diese eine Möglichkeit des Lebens gibt, dass es irgendwo einen Bezirksrichter in Orange County gibt, nämlich wer die AGBs von Facebook gelesen hat, steht drinnen, Rechtszuständigkeit ist Orange County. Und wenn man in Österreich versucht zu klagen, Facebook sagt, Europa, Österreich ist nicht zuständig für die Rechtsprechung gegen Facebook, weil es ist eine amerikanische Firma. Hier geht es einfach wirklich darum, einzufordern. Und auf deine Frage, wenn du Instagram und Co. nutzen möchtest, ich tue es mir nicht an, zu McDonald's zu gehen und mit denen zu diskutieren, ob man gut oder schlechtes Essen dort bekommt. Ich bin auch ab und zu, vorher war ich dort einen Kaffee trinken, ist überhaupt kein Problem. Man muss wissen, was man macht. Aber ich habe nicht den Bekehrungswillen, Facebook und Instagram zu erklären, dass sie uns nicht ausspionieren, weil wir sind die Ware, wir sind nicht der Kunde. Ich möchte jetzt die Abschlussrunde nutzen, um dieses Missverständnis auszuräumen. Ich nehme davon Abstand zu sagen, dass Open Source Software störungsanfällig ist. Ja? Meine Aussage war, dass es aktuell bei kommerzieller Software Störfaktoren gibt. Ich möchte es jetzt konkretisieren. Kunde kriegt von uns eine neue IT-Generation mit Arbeitsplätzen, der Kunde startet, der Chef steht neben und plötzlich sieht er, dass da aufpoppt das aktuelle Wetter, der Kunde sitzt im 5. Bezirk, er sieht plötzlich, welches Menüangebot gibt es in der Nähe seines Bezirkes. Aus der Perspektive des Unternehmers, ich bin selbst Unternehmer, sage ich, Entschuldigung, wo sind wir? Ich habe jetzt eine Software gekauft und habe damit dem Softwarehersteller die Möglichkeit gegeben, mit meinem Produkt, das ich bezahlt habe, weiteres Geld zu verdienen. Der Softwarehersteller kriegt ja für diese Insertion und für diese Feeds Geld.
das ist genau die Chance für Open Software, sage ich jetzt. Weil, genau wie in meiner Eröffnung die Aussage war, wir laufen Gefahr oder die Softwarehersteller laufen aktuell Gefahr, nicht mehr kundenorientiert zu denken, was möchte ein Business-Arbeitsplatz eigentlich bieten oder was soll er leisten können, sondern es steht nur mehr der Profit im Vordergrund. Danke. Schlag 17.15 Uhr. Herzlichen Dank an meine Diskutanten, auch für die hohe Zeitdisziplin, auch schon beim Eingangsstatement. Meine Diskutanten sind ja jetzt alle befreit. Ich habe sie ja gefragt, was liegt noch auf der Seele? Vielleicht sind sie das nicht. Wenn sie es noch nicht sind, dann reden sie mit uns jetzt beim Buffet. Dankeschön. Ich möchte mich bei dir als Podiumsleiterin, Diskussionsleiterin herzlich bedanken mit einem sehr proprietären FH-Wein. Ich möchte mich bei allen Diskutantinnen auch bedanken und wünsche Ihnen einen offenen oder proprietären guten Geschmack dabei.